Hallo und herzlich willkommen zur Race Preview zum Monaco Grand Prix der Formel 1 Saison 2022. Und ja, der engste Stadtkurs der Saison steht an. Ein Rennen, was natürlich ja immer durch vor allem Safety-Car-Phasen geprägt ist. Sehr viele Unfälle, sehr hohes Unfallrisiko, aber an sich natürlich auch ein Riesenspektakel ist, auch wenn man sagen muss, überholen ist ja fast unmöglich auf der Strecke, jedenfalls auf reiner Pace, aber ja. Es soll ja nachher regnen, also vielleicht in der Hinsicht noch ein bisschen Spannung drin. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in die Race Preview und ja, schauen uns mal an, wie wir auf der Strecke performen. Wir starten hier von Platz 11 mit unserem Aston Martin. Ja, fast auf dem Startplatz, wo Vettel auch gestartet ist, obwohl der noch ein Tick besser war, auf Platz 9. Ja, über den werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen reden. Ich würde sagen, jetzt legen wir aber erstmal los. So, Start ist erfolgt. Sind auch erstmal ganz gut weggekommen. Jetzt gilt es natürlich, sich hier das Auto heil zu lassen, irgendwo involviert zu sein. Da werden wir außen angegriffen. Gerade die Startphase hier in Monaco ist eben immer super eng alles. Da gibt es oft Kollisionen. Ja, und da hatten wir schon den Kontakt. Wurde es ein bisschen eng zwischen Tsunoda und uns, glaube ich. Ja. Monaco wird ja auch immer wieder verglichen mit Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer. Und wenn wir jetzt hier einen Virtual Safety Car haben, okay. Und ziemlich genau das ist es auch letztendlich. Also mit den Formel 1 Autos hier durchzufahren, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, viele hatten sich ja Sorgen gemacht, ob das Ganze denn auch in diesem Jahr so toll wird mit den neuen Autos, die ja doch ziemlich schwer sind und sich in Low-Speed-Corners relativ schwer tun. Aber bisher ja, haben die Autos eigentlich ganz gut abgeliefert. Also Fahrer beklagen sich zwar, weil sie natürlich kaum Komfort haben, weil die Autos so ja, steinhart abgestimmt werden müssen, um zu funktionieren. Aber so rein auf der Pace. Wir könnten jetzt natürlich in die Box gehen. Ich würde aber sagen, wir bleiben erstmal draußen. Was jetzt auch noch sehr früh im Rennen ist. Ja. Okay, so CA endet. Ist immer ein bisschen tricky, wenn das in den Kurven endet. Haben wir jetzt ein bisschen verloren, aber lieber sicher sein, als nachher eine Strafe zu bekommen. Sorrel geht schon rein, okay. Hat sich da wohl was kaputt gemacht, dort da hinten. Gilt es erstmal den Rhythmus zu finden. Ja, Monaco natürlich eine sehr, sehr historische Strecke. Ist schon seit 1955 durchgehend im Formel 1 Kalender. Nur durch die Pandemie muss das einmal ausgesetzt werden, aber ansonsten immer dabei. Gilt ja auch als eins der drei Kronjuwelrennen des Motorsports, neben den 24 Stunden von Le Mans und dem Indianapolis 500, was übrigens ja auch an diesem Wochenende stattfindet. Wenn ihr dazu noch ein paar Infos haben wollt, verweise ich euch an der Stelle gerne mal an mein Preview-Video dazu. Aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Aber es ist halt ein Rennen, wo auch sehr, sehr viel Prestige einfach auf dem Spiel steht. Und ja, natürlich ansonsten der große Talking Point: kann gerade Charles Leclerc seinen Monaco-Fluch hier beenden? Er hat ja in seinem Heim-Grand Prix noch nie die schwarz-weiß karierte Flagge gesehen. Egal in welcher Motorsportklasse, ist er immer ja entweder selbst gecrashed oder hat ein technisches Problem. Es war nicht immer seine Schuld, aber ja, da liegt ja in gewisser Maße schon so ein Fluch auf ihm. Aber ja, da er von Pole startet, ja, hat er auf jeden Fall beste Möglichkeiten, um vielleicht beim ersten Mal ankommen auch gleich den ersten Sieg einzufahren. Aber bis dahin ist natürlich noch ein Stückchen Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, stand erstmal im Gerede, ob er vielleicht noch eine Strafe bekommt, weil er ja im Quali an der Waage vorbeigefahren ist. Die Autos müssen ja immer zufällig zum Wiegen am Anfang der Boxengasse reinkommen. Da ist er erst vorbeigefahren, wurde dann von seinen Mechanikern zurückgeschoben. Aber ja, die Ferrari-Chefs meinten, das war schon so okay, dass da wohl keine weitere Strafe blüht. Aber ja, andere Teams natürlich, Helmut Marko und Red Bull hat das natürlich schon mal ganz anders gesehen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wisst ihr es schon mehr, als ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nach dem Qualifying.
Aber ich denke jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, dass da noch was kommt. Dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass Leclerc auf Pole startet vor seinem Teamkollegen Sainz. Ja, Ferrari sah das ganze Wochenende sehr, sehr stark aus. Gerade Leclerc hätte in der letzten Runde, wenn die durchgegangen wäre, wahrscheinlich sich nochmal massiv verbessert. Also ja, ich denke mal, zumindest falls das trockene Bedingungen sein sollten, doch dürfte das ja, Rennen mit sehr, sehr guten Chancen für Leclerc sein. Sollte es aber doch regnen, könnten die Karten natürlich ein bisschen anders gemischt werden. Dann wird es auch mit der Strategie interessant. Die Strategie hier, ja, sollte eigentlich relativ klar sein. Ich denke mal, es werden wahrscheinlich sogar alle auf roten Reifen starten, wenn es trocken ist, und dann einfach auf gelb gehen. Die Frage ist dann halt nur, wann der perfekte Zeitpunkt ist, dass wir gerade über Strategie reden und sich Jeff mit Strategie-Option meldet. Gucken wir mal. Ja, erstmal die alte. Ja, also Ferrari sehr, sehr stark, obwohl man auch sagen muss, Red Bull sah oder war teilweise näher dran, als ich es vermutet hätte. Gerade Perez hat sich an diesem Wochenende etwas leichter getan als Verstappen, ist aber dafür auch im Qualifying gecrashed. Ja, auch wenn der Abflug jetzt nicht so mega schlimm war, aber er war natürlich an der doofen Stelle. Muss man auch sagen, ist ein bisschen blöd gelaufen, dass da die gelben Flaggen so spät rauskamen und Sainz dann noch reingeknallt ist. Ich hoffe mal, dass bei beiden die Autos heil geblieben sind und nicht, dass da noch einer irgendwie ein Getriebe wechseln muss, gerade bei Sainz. Der Aufprall war ja dann doch ein bisschen fraglich, ob das nicht vielleicht dann doch der Fall ist. Da kriegen alle Ferrari-Fans wahrscheinlich so ein bisschen Flashbacks auch an letztes Jahr, wo Leclerc ja auf Pole starten wollte und sich dann mit dem Crash im zweiten Q3-Run das Getriebe beschädigt hat, Ferrari das nicht entdeckt hat. Und Leclerc dann ja auf der Outlap beim oder Warm-up-Lap ja quasi ausgerollt ist und dann eben nicht von der Pole starten konnte. Ja, müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, Mercedes so ein bisschen die dritte Kraft, beziehungsweise eigentlich noch geschlagen von Norris, der Ricciardo an diesem Wochenende doch wieder deutlich, deutlich schlägt. Ricciardo ja mit einem Crash im freien Training, der auch relativ heftig war. Auch im Qualifying leider mit nicht so einer besonders starken Leistung. Da geht das Teamduell hier eh nicht eindeutig zu Ende wie bei Aston Martin intern, wo eben, ja, wie gesagt, Vettel mal in die Q3 gefahren ist. Starke Leistung, ist insgesamt Neunter dann geworden. Also das hätten auch nicht unbedingt viele vermutet. Während sein Teamkollege halt am Ende des Feldes auf Platz 18 startet, Stroll. Was natürlich, ja, auch ein bisschen damit zu erklären ist, dass auch in Q1 einiges drunter und drüber ging. Da gab es ja auch eine rote Flagge und wir konnten dann nicht alle mehr eine Runde fahren. Wie gesagt, alles ein bisschen drunter und drüber, aber am ganzen Wochenende sah Vettel schon deutlich besser aus, meiner Meinung nach, als Stroll. Dementsprechend, ja, da auf jeden Fall die zwei eindeutigsten Teamduelle. Obwohl man hier natürlich gerade in Monaco auch sagen muss, das kommt hier halt auch viel drauf an, wie viel Vertrauen man ins Auto setzen kann. Wenn man hier sich irgendwie unsicher ist mit dem Auto, dann wird das Ganze nix. Und dann sind hier halt überall die Wände sehr, sehr nah. Fehler passieren schnell. Und da schlägt man schnell mal an und macht sich das Auto kaputt. Ja, reden wir ein bisschen über die Strecke. Der Circuit di Monaco, natürlich eine, ja, Stadtkurs, der jedes Jahr neu aufgebaut wird. 3,3 Kilometer lang, 18 Kurven. Es werden insgesamt 78 Runden gefahren. Ist damit aber der kürzeste Formel 1 Grand Prix. Der hat sogar eine Sondergenehmigung, weil wenn man die übliche Renndistanz hier fahren würde, würde man über die 2-Stunden-Grenze kommen. Dementsprechend, ja, eine Sondergenehmigung, dass der Zeit, also Kilometer technisch gesehen, relativ kurz ist. Was halt natürlich daran liegt, dass hier die Durchschnittsgeschwindigkeit im Vergleich zu normalen permanenten Rennstrecken doch relativ gering ist. Also das auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar. Ja, von den aktiven Fahrern hat Hamilton hier die meisten Siege mit 3 Stück. Insgesamt gesehen hat Ayrton Senna mit 6 Siegen hier die meisten.
Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir jetzt an die Box kommen. Die Boxengasse ist hier natürlich auch sehr, sehr tricky, weil es hier direkt nach rechts von der Linie abgeht. Ja, ansonsten Pilot mit 2 Siegen sind Vettel und Alonso, die beide stark waren, obwohl Alonso im letzten Q3-Rennen auf einmal auch in der Wand stand. Das wurde vom TV gar nicht so richtig aufgelöst. Und Ricciardo und Verstappen haben jemals einmal gewonnen. Und dabei war Verstappen dann der letzte Sieger, den wir hier hatten, 2021. Schauen wir mal, ob er sich vielleicht den zweiten auch gleich noch in Folge sichern kann. Oder ob es dann doch wieder anders wird. Gerade die beiden Ferrari dürften da ja, wie gesagt, sehr hoch im Kurs stehen. Jetzt geht es für uns erstmal hier auf die Mediums, die nicht so wirklich grippy sind hier gerade, sondern auch kalt. Gerade die Reifen auf Temperatur zu bringen, ist hier natürlich auch immer wieder eine Schwierigkeit. Einfach weil man nicht so wirklich hohe Kurvengeschwindigkeiten hat, sondern alles im Low-Speed-Bereich ist. Ist eine Challenge. Pirelli bringt hier natürlich auch die weichesten Reifen. Oh, da haben wir die Wand kurz berührt. War alles noch heile. Okay, da ist das Heck mal komplett weggegangen. Oh Gott. Ja gut, jetzt haben wir keinen Flügel mehr. Perfekt. Müssen wir mal schauen, ob das noch... gut. Das bringt so nichts mehr. Da müssen wir immer in die Box gehen. Das funktioniert so gar nicht mehr. Ja, super. Das ist leider so ein Formel 1 21 Ding, dass er in so einer Kurve da das Heck auf einmal weggeht. Natürlich gilt das jetzt unser Rennen, aber naja gut, manchmal ist es so. Fast die halbe Renndistanz haben wir geschafft, ohne anzuecken, dann gleich zweimal. Naja gut, bisschen ungünstig, sollte nicht passieren. Jetzt ist es so. Ja, wenn man die Pole-Zeiten vergleicht, ist es aber ganz interessant, denn viele haben damit gerechnet, dass die Zeiten deutlich langsamer werden. Nö, es ist im Endeffekt nur 1 Sekunde langsamer. Eine 1:10.346 zu einer 1:11.376 in diesem Jahr. Also ziemlich genau 1 Sekunde bloß langsamer. Ich meine, die Strecke ist natürlich auch sehr, sehr kurz. Aber da sie eigentlich nur auf Low-Speed-Cornern besteht, die dem neuen Auto nicht so wirklich entgegenkommen, wäre es da... lag dann der Verdacht nahe, dass es deutlich größere Unterschiede sind. Also, wie gesagt, vom Speed her eigentlich kaum ein Unterschied. Ja, ansonsten gibt es noch zu berichten, dass Lando Norris eine super Leistung im Qualifying bisher abgerufen hat, obwohl er ein bisschen krank ist. Er hat eine Mandelentzündung. Also, das garantiert auch nicht so angenehm, vor allem, wenn man hier in Monaco dann komplett durchs Auto geschüttelt wird. Gerade die Setups sind wohl so, dass man eine extrem steife Vorderachse fahren muss, was eben ja, den Fahrern jetzt nicht so viel Freude macht, weil man hier überall rüber holpert. Gerade einige Curbs sollte man jetzt mit dem neuen Auto wohl komplett vermeiden, auch gerade in der Schwimmbadschikane, wo man halt früher denkenlos durchfahren konnte. Ich schätze mal, dass mit Sprit im Auto, das beim Rennen jetzt noch ein bisschen schlimmer werden könnte. Im Qualifying mit wenig Sprit ging es eigentlich. Aber schauen wir einfach mal. Die Autos rutschen auf jeden Fall ein bisschen mehr und sind schwieriger zu fahren. Das sieht man auf jeden Fall. Also ja, schließlich auch einige Fahrfehler nicht unbedingt aus. Könnte interessant werden. Also ja, auch da das Unfallrisiko natürlich noch ein bisschen höher als in der Vergangenheit. Dementsprechend, ja, wahrscheinlich auch ein bis mehrere Einsätze für Bernd Mailänder, den Safety-Car-Fahrer, die wir erwarten dürfen. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das neue erste Monaco-Rennen mit der neuen Generation von Autos dann läuft. Ja, der Monaco-Vertrag steht ja so ein bisschen in den Sternen. Er läuft nämlich dieses Jahr aus. Ob das Ganze verlängert wird, weiß man noch nicht. Also, ja, sollte das Ganze nicht gut ankommen, könnte es im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, auch die erste und einzige Monaco Grand Prix mit den neuen Autos werden. Ja, ich weiß gar nicht, werden wir durchsichtig? Ich bin gerade nicht sicher, wie es eingestellt ist. Aber das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, ich glaube, wir werden nicht durchsichtig. Dann lassen wir mal hier vorbei.
Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Vorbeilassen hier in Monaco auch immer schwierig, wenn man blaue Flaggen bekommt. War ja auch schon im Qualifying so. Aber ganz ehrlich, die Pace mit von Verstappen können wir hier überhaupt nicht mitgehen. Also, gut, aber Monaco ist auch nicht wirklich die einfachste Strecke, um Race Preview noch nebenbei durchzugehen und zu fahren. Monaco braucht man schon einiges an Konzentration, um hier das Auto aus der Wand rauszuhalten. Muss man, wie gesagt, wirklich vollstes Vertrauen ins Auto haben. Irgendwie im Rennen fährt sich das Auto hier gerade auch wirklich nicht besonders. Das Setup ist nicht so optimal. Aber gut, nichtsdestotrotz machen wir weiter. Ja, gehen wir doch einfach mal die Startreihenfolge ein bisschen durch, wenn wir jetzt hier gleich noch einen durchlassen. Ja, machen wir mal hier ganz in Ruhe. So. Also, wir haben Leclerc, der auf Pole startet vor seinem Teamkollegen Sainz auf 3, Perez, der, ja, ich weiß es gar nicht, vielleicht sogar zum ersten Mal in der Saison vor Verstappen startet. Auf jeden Fall, ja, hat er mal Verstappen outqualified. Jetzt die nächste blaue Flagge bekommen. Ja, wenn man da einmal drin ist, dann kommen sie alle vorbei. Vor allem verliert man ja bei jedem Mal auch ein bisschen Schwung. Ja, gut, das Rennen wird jetzt nichts für uns geben, aber. Alles gut, auf 5 dann angesprochen. Norris vor Russell, der ja im ganzen Wochenende deutlich stärker aussah, mal wieder als Hamilton, der sich vor allem über das Springen seines Autos beschwert hat. Also da gilt es auch, wie gesagt, zu unterscheiden. Dieses Springen, was jetzt beklagt wird, ist halt, weil das Auto so hart abgestimmt ist und nicht unbedingt das normale Porpoising oder Bouncing, was ja das Problem in Anführungsstrichen mit den neuen Autos ist. Also dieser Effekt, dass man immer wieder aufsetzt, beziehungsweise halt ausfedert und dann aufsetzt, wenn der Diffuser wieder seine Arbeit verrichtet. Aber ja, jetzt ist es einfach so, dass die Autos halt extrem hart abgestimmt sind und was eben daher kommt, dass ja, die Autos sehr, auch sehr hart über die Curbs rüberspringen und so weiter. Auf 7 dann Alonso, der einen guten Job gemacht hat. Beide Alpinen eigentlich gut. Jetzt komplett im Verkehr sind. Das ist ja Wahnsinn. Ja, komm, so vorbei. Das muss ganz unangenehm sein, wenn man das im echten Leben erleben muss und da die ganzen Leute an einem vorbeifahren. Machen wir schön mit Halbgas. Ja, auf 8 dann Hamilton. Auf Platz 9, vorhin schon angesprochen, Vettel. Auf 10 Ocon, die alle einen ziemlich guten Job gemacht haben. Auf Platz 11 ist dann Tsunoda, knapp außerhalb der Top 10, hat aber mal Gasly geschlagen, der schon in Q1 rausgeflogen ist. Weiß nicht genau, was da los war. Gab es so irgendein Problem? Vielleicht, beziehungsweise genau, Gasly war kurz davor, nochmal einen Run zu fahren, aber hat einen Tick zu lange gewartet, beziehungsweise wurde einen Tick zu lange von anderen Autos aufgehalten. Der ist genau über Stadtziel gefahren, als die Ampel rot wurde, also die Zeit vorbei war. Sehr ärgerlich für ihn, dass er sich da nicht nochmal verbessern konnte. Ansonsten wäre er wahrscheinlich auch weiter vorne gestartet. Ja, auf 12 dann Bottas, der zumindest in den Trainingssessions immer sehr stark in der Nähe von Hamilton war. Es ist irgendwie so ein bisschen die Story auch der Saison, dass die beiden irgendwie immer in der Nähe sind, die ehemaligen Mercedes-Teamkollegen. Schauen wir mal, wie das im Rennen wird. Alpha hatte aber auch in den Trainingssessions immer wieder technische Probleme. Da wurde wieder von Getriebeproblemen gesprochen, was wir in dieser Saison jetzt wirklich schon häufig hatten. Dadurch auch, dass Alpha in dieser Saison ja ein eigenes Getriebe entwickelt hat. Aber das soll wohl nicht unbedingt der Grund sein, sondern es ist wohl die MGUK von Ferrari, die wohl auch bei Haas teilweise betroffen waren. Die werden wohl zurück nach Maranello geschickt, dort untersucht und dann schauen wir mal. Aber das macht natürlich auch Ferrari so ein bisschen Angst, nachdem ja zuletzt in Spanien Leclerc schon ausgefallen ist, sind das jetzt keine unbedingt beruhigenden Nachrichten, da ja auch ja,
ich sag mal, Teile wie die MGUK an die Kundenteams genauso ausgeliefert werden, wie es auch das Hauptteam hat. Und das wäre dann natürlich sehr ärgerlich, wenn dann Ferrari Kunden oder auch eben das Hauptteam davon im Rennen betroffen werden, von so einem Problem. Schauen wir mal, im Qualifying ging's, aber im Training gab es da, wie gesagt, einige Probleme. Auf Platz 13 dann Magnussen, auf Platz 14 Ricciardo, der, wie gesagt, recht deutlich geschlagen wurde, auf 15 Schumacher. Die beiden Haas, also nicht weit voneinander entfernt, war ungefähr eine Zehntel, die dazwischen lag, also Schumacher da eigentlich relativ nah dran. Sagen, ja, relativ solider Job, auch wenn Haas nicht so wirklich stark war, beziehungsweise ist an diesem Wochenende. Auf Platz 16 dann Albon, der für den Williams wieder einen ganz guten Job gemacht hat. 17, haben wir schon angesprochen, Gasly, der da nur den einen Versuch fahren konnte in Q1 und sich dementsprechend da sehr, sehr früh rausgeflogen ist. Überraschenderweise mal, sonst Gasly ja sehr konstant. Platz 18 Stroll, der dann doch ziemlich deutlich das Duell gegen seinen Teamkollegen verliert. Auf 19 Latifi und auf Platz 20, ich weiß nicht genau, was da das Problem war. Einmal ist er wohl auch angeschlagen, das hat für die rote Flagge gesorgt, Wanyu Zhou. Es war irgendwie eine merkwürdige rote Flagge, weil es irgendwie so richtig gecrashed ist er nicht. Also er ist halt angeschlagen, aber dann hat die Rennleitung dann doch direkt rot gemacht. Warum sie das dann aber nicht gemacht haben, als Perez quer auf der Strecke stand und sie erst gewartet haben, bis Sainz reingefahren ist, das wird wohl auch keiner wissen. Wenn wir jetzt gleich mal die nächste blaue Flagge bekommen. War man vielleicht in einem Moment ein bisschen zu trigger-happy, wie man immer so schön beim Nesca sagt, und in der anderen Situation haben sie ein bisschen zu lange gewartet, aber zum Glück ist ja keinem was passiert und wenn die Autos heil sind, dann wird man das schnell auch wieder vergessen. Ansonsten, der Flair Monaco ist natürlich eine Riesensache. Überall haben die Leute ihre Luxusboote im Hafen liegen oder die Hälfte der Fahrer der Formel 1 wohnt ja auch hier in Monaco. Die meisten sind hier irgendwo zur Schule gegangen. Gerade Leclerc erzählt da ja immer viele Geschichten, wie er die Rennwochenenden als Kind schon erlebt hat. Für ihn ist natürlich was sehr, sehr Besonderes und ich denke mal, er will in diesem Jahr auch unbedingt mal ankommen, weil, wie gesagt, das könnte theoretisch, ich glaube zwar nicht unbedingt, aber es könnte theoretisch das letzte Mal sein, dass die Formel 1 in Monaco fährt, zumindest für den jetzigen Vertrag. Also schauen wir mal, wie das in der Zukunft weitergeht. Ich gehe persönlich schon davon aus, dass Monaco weitergeht, aber da wird man wahrscheinlich versuchen, noch mal ein bisschen mehr Geld zu bekommen auf Seiten der Formel 1. Aber ich meine, ist jetzt persönlich nicht so mein Lieblings-Grand Prix, aber einfach für den Kult, für die Geschichte gehört das irgendwo schon dazu, auch wenn man sagen muss, kommt schon. Mehr Leute kann ich jetzt aber auch nicht vorbeilassen, Spiel. Das halte ich ja nur noch an. Na gut. Bisschen Quatsch, aber geht ja jetzt für uns um nichts mehr so wirklich. Wir sind so weit abgeschlagen. Aber unserem Teamkollegen ging es nicht wirklich besser. Der ist auf Platz 19 hier im Spiel. Schauen wir mal, wie sie sich im Rennen schlagen. Monaco natürlich immer mit so einer eigenen Rolle. Ist ja auch das einzige Rennen in der Saison, die ihre TV-Bilder mit einer eigenen Regie machen. Also ist dann übernehmen quasi den Job der Weltregie. Aber haben ja gerade im letzten Jahr da für eher negative Schlagzeilen gesorgt, wo dieses legendäre Stroll-Replay-Meme entstanden ist. Schauen wir mal, ob sie vielleicht in diesem Jahr aus ihren Fehlern ein bisschen gelernt haben. Und dann, falls es noch mal zu der einen oder anderen spannenden Szene auf der Strecke kommt, dann die auch im Kasten haben und nicht irgendwie über Replays zeigen müssen. Und ansonsten ist halt die Frage, wer crasht oder wer bleibt auf der Strecke. Ich denke mal, mein Tipp wäre so, dass wir wahrscheinlich zwei Safety Cars sehen werden. Gerade mit den neuen Autos das erste Mal auf der Strecke. Ich bin mir relativ sicher, dass es dabei irgendwo eben mal schief gehen wird. Ähnlich wie es bei uns ja vorhin auch einmal zu viel schief gegangen ist. Das Problem ist halt wirklich, dass man hier null
Toleranz für Fehler hat, sozusagen, wenn man halt überall direkt die Mauern hat. Also man redet oft von Stadtkursen so, aber in Monaco ist es halt nochmal extremer. Klar, Baku, wo es ja auch bald hingeht, ist auch teilweise relativ ähnlich. Die Strecke verzeiht auch keine Fehler, aber da ist es dann doch nicht ganz so eng wie hier in Monaco. Gerade auch die Box ist so ein Thema, Boxeneinfahrt, auch dann die richtige Box zu treffen. Die Teams haben da echt nicht so viel Platz zu bearbeiten. Auch Unsafe Release natürlich immer ein Thema, weil jeder weiß, der richtige Zeitpunkt für den Boxenstopp kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Das ist hier eigentlich das beste Mittel, um zu überholen. Jedenfalls war es in der Vergangenheit immer so. Auf der Strecke, naja, kann kaum überholt werden. Oder nur, wenn beide mitspielen. Und dementsprechend, ja, gerade die Boxenstopps hier ein großes Thema. Da ist natürlich auch dann eine Menge Druck auf den Teams, dass da alles klappt. Schauen wir einfach mal. Aber da auch natürlich immer ein bisschen Risiko für die ein oder andere Unsafe-Release, wenn der ein oder andere es da vielleicht ein bisschen ausreizen möchte. Aber ja, zu zweit durch die Boxengasse geht's nicht. Also irgendeiner muss dann zurückziehen. Und ja, Verstappen gewinnt bei uns hier das Rennen. Genau, wir müssten ja jetzt eigentlich schon in der letzten Runde sein, weil wir sind ja überrundet. Ja, schauen wir einfach mal, ob es so aussieht. Ich denke mal, wenn die Ferraris halten und wenn kein Wetterchaos entsteht, geht mein Pick tatsächlich in Richtung Ferrari. Und wahrscheinlich dann auch Leclerc, der also rein technisch gesehen schon der mit Abstand stärkste Fahrer an diesem Wochenende ist. Aber ja, wie gesagt, wer weiß, an dem Rennwochenende kann viel passieren und auch Leclerc war ja in der Saison nicht komplett fehlerlos. Wir biegen in die letzte Kurve ein und ja, und dann ja leider mit dem einen Fehler das Rennen kaputt gemacht, aber das passiert schnell, immerhin nicht mehr. War eine anstrengende Preview, aber ich würde sagen, wenn euch das Rennen bzw. die Preview gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wer euer Pick fürs Wochenende ist. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.